So, einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß, ich bin ein paar Sekunden zu früh, aber ist egal. Wie geht es euch? Danke, Fonsi, für den Ohrwurm, den ich jetzt den ganzen Abend lang haben werde. Es war doch das Lied der Schlümpfe, ne? Der Flötenschlumpf fängt an. Lalalalalalala. Oh, es wird jetzt den ganzen Abend so gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, schönen guten Abend. Hallo Major, hallo Flower, hallo mein Zockt, hallo Bakko, hallo Rippi, pünktlich. Eine Eins mit Sternchen bekommst du. Der Noob ist back zu einem wundervollen Stream. Sehr gut, so muss das sein. Denk einfach an Ottos Version. Ja, die war geil. Stimmt. Weil wir saufen wie die Sau. Na, 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 na. Oh, das Strumpfenlied. Ich muss das nachher noch hören, Alter. Das geht gar nicht. Natürlich nicht im Stream, wegen der GEMA, ne? Das lassen wir lieber. Hero-Fans, grüß dich. Hallo, hallo. So, gleiten wir ganz entspannt ins Fastwochenende, würde ich mal sagen. Denn heute zocken wir Inside. Das Spiel habe ich vom guten Major gesponsert bekommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, das ist ein 2D-Jump'n'Run-Puzzle-Adventure, irgendwas Geiles auf jeden Fall, grafisch ganz cool. Na, was heißt cool? Es ist schön. Ich habe vorhin mal ganz kurz reingeguckt, um zu gucken, ob alles funktioniert und so. Es ist wirklich schön. So, hallo Chris. Und das Gute ist, ihr könnt mir dabei helfen. Da sind wohl ein paar krasse Rätsel bei und so. Und ihr müsst, ich werde euch mit einspannen einfach. So. Das wär's. Hallo Sebel. 23 Uhr 1. Ich habe aber früher angefangen. Ich habe 30 Sekunden früher angefangen. Und so lange quatsche ich hier schon wieder. Das ist mega geil. Die Stimmbänder ein wenig befeuchten. Und dann kann das auch schon. Würde ich auch sagen, starten wir direkt mal ins Spiel und gucken uns das Ganze mal an. So, ich starte schon mal. Zack, zack, zack. Hallo, hallo. So, ich schalte auch gleich um, Bob. Müsste auch gleich ein Bild kommen. Play Dead's Inside wird geladen. So. Und das Geile ist, es geht sofort los. Es geht sofort los. Wenn irgendwas zu laut ist, sagt Bescheid, ne? Ich glaube, der lädt immer noch. Und ich kann direkt, es geht direkt los. Kein Laden, kein Dings. Ich kann direkt. Sieht das nicht schön aus, Leute? Sieht das nicht schön aus? Ich finde das irgendwie. Sieht richtig geil aus. Es hat was. Ich liebe ja so einen Style irgendwie von solchen Spielen. Ich bin echt gespannt. Tabahelli, grüß dich. Hallo, da bist du wieder. Lange nicht da gewesen, Mensch. Alles klar. Kann ich das mit Controller spielen? So, jetzt muss ich den Controller irgendwie ganz geschickt zwischen meine Beine buxieren. Der hat übrigens Vibration. Ganz wichtig, wenn er zwischen die Beine hängt, immer Vibration. Oh, Moment. Ein bisschen höher kommen. So. Ah, oh, jetzt fehlt hier nur noch so eine Muscheldecke und dann geht das ab hier, Leute. Jetzt habe ich die Hände schön unterm Tisch, wo sie hingehören. Geil. Geil mit Vibration. Oh, ist das mega. Oh, noch entspannter kann ich gar nicht mehr sitzen. Das ist das mega. Ist das schön. Ich freue mich. So, kann ich jetzt hier. Wenn euch das Klackern vom Controller irgendwie auf den Sack geht, dann sagt Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass man das hört. Weil ich habe es jetzt ziemlich weit unterm Tisch hängen. So auf, ihr wisst schon, Höhe. Ich kann es auch mit Tastatur spielen, aber so ist es natürlich viel entspannter hier. So. Wie gesagt, weiß ich nicht, worum es geht. Keine Ahnung. Wir sind ein kleiner Junge irgendwie. Im Wald. Wir haben kein Gesicht. Der Slender Boy. Wir sind der Slender Boy. Kann ich jetzt. Oh, ich kann sogar gehen. Ah, das ist das Geile mit Controller. Es ist stufenlos. Das ist stufenlos. Yeah. Ist natürlich mit Controller viel besser als mit Tastatur. Ich dachte, du hast 2D-Spiele. Nee, ja, sowas ist ja schön. Das sieht ja toll aus irgendwie. Wie gesagt, ich habe es hier gesponsert bekommen und werde das dann natürlich auch zocken. Schnell umgezogen und weiter geht's, du Ferkel. Muss ich hier wahrscheinlich rüber? Kann ich da runterfallen? Ich weiß nicht, glaube nicht.
Ich bin schon wieder ein bisschen lebensmüde. Ah, da juckt mir der Wanz da. Jetzt müsste ich noch irgendwelche Moves machen können, irgendeine Rolle in der Luft oder so. Ich bewege mich nur auf einer Stelle, okay. Ist das auch so ein. Ist das gruselig oder sowas, Major? Oder ist das einfach nur geheimnisvoll? So, da komme ich wahrscheinlich erstmal nicht rüber, oder? Was ist das? Ah, alles klar. Jetzt duckt er sich automatisch weg. Das sieht toll aus. Das sieht echt toll aus. Sind überall Leute? Für einen Controller-Support steht da. So, ja, ich habe ja schon Controller in der Hand, Major. Das ist echt richtig geil. Naja, gruselig würde ich nicht dazu sagen. Manchmal etwas brutal. Ist das echt brutal? Aber nicht gruselig, okay. Aber so von der Stimmung her ist es cool irgendwie. Ich bin gespannt, worum es nachher letztendlich geht. Auch so die Geräusche, man hört nur das Knistern irgendwie. Dürfen die mich nicht sehen? Ich weiß es nicht. Mein Probieren geht über Studieren, oder? Waschbärenfreundliches Spiel, ja, ich glaube auch. Oh, die haben Masken auf. Oh, shit. Okay. Ich glaube, die dürfen uns nicht entdecken. Das ist schon ein bisschen creepy, ne? Wenn ich jetzt springe, sind wir tot bestimmt. Also die Story ist noch gänzlich... Da öffnet sich im Moment nichts für mich. Ach, guck mal, eine Taube. Hallo. Jetzt können wir in den Kühlschrank rein. Okay. Vorne sitzt auf jeden Fall ein Hund. Der ist bestimmt böse. Jetzt siehst du mich, das ist gut, Zora. So, kann ich hier... Ah, la. Alles klar, okay. Cool. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rüberspringen soll. Ich glaube, ich warte erstmal, bis die weg sind, oder? Hauen die ab? Ich weiß es nicht. Wir haben ja Zeit. Apaksu, grüß dich, hallo. Findest du es jetzt schon unheimlich? Ich find's cool. Aber ich glaube nicht, dass die wegfahren, oder? Wenn wir jetzt rüberhüpfen, sehen die uns auf jeden Fall. Beziehungsweise der Köter sieht uns. Aber ich glaube, dass es nicht... Oh, was wartet er denn? Fahr doch los, Digga. Was ist los? Fahr. Der Hund riecht uns doch schon, oder was? Ich glaube, da passiert nicht viel. Wir hüpfen jetzt einfach mal rüber. Oh ja, jetzt fährt er los. Ja, jetzt fährt er los. Es ist echt schön irgendwie. Hat der Hund uns jetzt mitgekriegt? Die Umgebungsgeräusche sind schon geil irgendwie so. Oh oh. Oh oh. Oh. Okay. Wir können ja hier Sachen verschieben. Irgendwie habe ich den Hund gerade gehört. Das ist nicht gut. Dann denke ich mal, werden wir das hier... Ja. Noch geht es von der Rätsel her. Noch. Yeah. Physik. Reicht das schon? Das reicht schon. Was war das eben gerade? Schumi? Das ist doch mein Kumpel. Nein, du darfst keine Großbuchstaben machen, Digga. Keine Großbuchstaben. Der Nightbot. Paco, entsperr ihn mal. Das ist mein bester Kumpel. Entsperr ihn mal. Also neben dem Knotencode. Hast mich gefunden? Das gibt's ja gar nicht. Also Robert, keine Großbuchstaben. Paco, schnell entsperren. Ich habe hier so einen Anti-Spam-Schutz drin. Der haut dich dann gleich weg. Yeah. Ständig schwarzes Bild. Ständig schwarzes Bild? Das geht ja gar nicht. Wie hast du denn meinen Kanal gefunden, Mensch? Dann musst du noch aufs Herz drücken. Du musst mir noch followen, Digga. Es ist echt schön, das Spiel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Du blöder Köter. Alter, das war aber scheiße knapp. Alter Vater. I know your name. Nightbot ist böse. Genau, da musst du echt aufpassen. So, das ist ja echt schön. Alle mal Herzchen für Schumi raushauen. Den guten Boy kenne ich schon ewig. Seit wir 11 sind? Seit wir 11 sind, ne? Ja, richtig geil. Das war too close, ja. Aber mega geil. Auch wenn das hier alles ziemlich krass geskriptet ist, aber... Ist ja schon krass, das Ding, ne? Genau. Herzen! Herzen raus! Wo Herzmann? Ganz oben, da steht Follow. Da, oder unten, irgendwo kannst du ein Herz drücken. Dann folgst du mir quasi. Bist du ein Follower? Wie abonnieren ist das? Genau, da drück mal drauf, dann kommt ein schöner Sound. Ich glaube, über dem Stream irgendwo ist ein Herz. Jetzt erniedrige ich ihn, mir zu folgen. Ist doch geil. Guckst du das erste Mal zu, ne? Oh. Kann ich mich jetzt nicht duken? Da ist bestimmt eine Minigun drin oder sowas. Lauf, 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 lauf. Also noch ist es sehr linear und sauber. Du bist zu alt dafür? Drück jetzt den scheiß Follow-Button. Das gibt's ja gar nicht. Ich erkläre mal einer, wo der Follow-Button ist. Klappt einfach nicht. Werde wohl wieder gehen. Was denn? Was, Tavahelli? Kannst du nicht zugucken? Das ist aber schade. Das ist schade. Hast du schwarzes Bild? Muss man F5... Ja, genau, Digga. So, jetzt hast du auch einen Ohrwurm. Neuladen bringt auch nichts. So muss man versuchen, neu zu laden, ja. Oh, oh. Steigen die jetzt aus? Gehe ich da jetzt lang einfach? Jetzt sehen sie mich, jetzt sehen sie mich. Oh, oh, oh. Oh! Bam. Alter, wie geil das animiert ist. Wie geil diese... Wie soll ich denn jetzt? Wo soll ich hin? Nein, 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 nein! Oh, shit. Okay, ich dachte, man kommt da irgendwie rein. Ah. Geiler Speicherpunkt, muss ich mal so sagen. Also versuche ich jetzt einfach die Taktik so weiterzulaufen. Ah. Weil ich glaube, da rein kommen wir nicht. Oh! Alter, krass. Das ist das erste Rätsel jetzt. Was machen wir jetzt, Leute? Ja, hat er uns abgeknallt? Wie kann er einen Bengel abknallen? Das ist ja gar nicht, blöde Sau. Was denn das für ein Game? Das ist Inside. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß es nicht. Das wollen wir gemeinsam erforschen. So, jetzt könnt ihr mal die ersten Sachen in den Chat schreiben, was wir jetzt am besten machen. Was machen wir jetzt? Komme ich da irgendwie rein? Ich kann da nicht hochspringen. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Hinter uns ist einer und der andere knallt uns definitiv ab. Jetzt geht das erste Rätsel los. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so schreibt. Da sind viele Jasons hinter dir. Ja, irgendwie sehen die krass aus, ne? So ein bisschen Jason ist drin. Aber die Animationen von dem Bengel sind schon ganz geil, schon ganz cool. Andere Richtung rennen, wenn er kommt. Ich kann nicht mehr zurück, hinter mir ist auch einer. Death Counter One. Ne, ich bin schon zweimal gestorben. Death Counter, mach mal einen Death Counter, genau. Thanks for the love. Wieso laufen und nicht zurück? Zurück komme ich nicht. Also wir müssen irgendwas mit dem Wohnwagen machen. Ich denke, können wir irgendwie drunter springen? Kann ich irgendwie... Kann ich mich irgendwie ducken? Runter? Kann ich nicht? Hm. Wollen wir einfach probieren? Oder ich weiß es nicht. Weil ich komme nicht rauf auf das Teil. Und ihr sollt mir ja helfen hier. Ich nehme nochmal ein Schlückchen hier. Wodka pur natürlich. Keiner eine Idee? YOLO. Ja, schön. YOLO.
scheitere schon an dem ersten Rätsel hier wahrscheinlich. Ah. Ah, alles klar. Okay, ich musste nur warten, bis er vorbei ist. Super, ich dachte, der Penner bleibt hinter mir. Oh, hör auf zu schießen. Digga, hör auf. Was haben die nur gegen... Oh nein, die Schwerhunde. Oh. Ja, nee, ist klar. Jetzt kommt hier noch der weiße Hai, oder was? Okay, jetzt muss ich, glaube ich, abwarten. Kann ich tauchen? Oh, sieht das mega geil aus. Sieht das geil aus. Ich glaube, ich habe keine Luft mehr. Mein Gott, es hängt sich mein Bild mal nicht dauernd auf. Zombie, grüß dich, hallo. Dann wollen wir mal kurz Pause machen und dann... Ah, alles klar. Es kam zu spät, Fonzie. Es kam eindeutig zu spät. Oh, liegen hier tote Schweine. Eine Trauerminute fürs Schwein. So. Es regnet halt auch noch. Naja, nass sind wir sowieso. Das ist nicht weiter tragisch. Immer nach links oder rechts gucken, wenn ihr die Straßen überquert, ja? Alles klar, immer bevor sie dir den Arsch abbeißen. Ja, es war knapp. Ist ja irgendwie lustig, anderen beim Zocken zuzuschauen. Aber wie gesagt, dreimal die Woche streame ich ja, Digga. Und hier gibt's ja immer RIP Spider-Schwein, genau. Hier gibt's immer verschiedene Spiele. So, und das habe ich jetzt hier gesponsert bekommen quasi und zock das jetzt einfach durch. Gestern war, vorgestern, da habe ich Doom gespielt. War auch lustig. Es ist besser als TV, ja? Ich bin zwar nur niveaumäßig ganz knapp über RTL, aber immerhin besser, ja? Hier lernt man noch was fürs Leben. So. Was sind das, Ratten? Was, Hamster? Meerschweinchen? Was ist das? Was ist das denn für ein Zeug? Kann ich die kaputt machen? Das sind jetzt meine Dirty Little Helper hier, oder was? So eine Rattenbande habe ich jetzt hinter mir herlaufen, ist auch toll. Da sind wieder tote Schweine, da sind bestimmt die Ratten dran schuld. Mitten im Muddy. Ja, ja, genau, ist so ein Doku-Soap hier, ne? Ist doch geil. Alter, muss doch stinken hier wie Sau. Wie immer zu spät, der Chris! Niemals besser als RTL, ich weiß. So, ich denke mal, jetzt müssen wir hier an diesen... Ah! Ding, dong. Das ist cool, weil das alles so flüssig läuft irgendwie. Das ist mega geil. Jetzt muss ich mich da reinschwingen, denke ich. Kann ich mich umdrehen? Ich hätte mal andersrum anzeigen sollen, ne? Gehen wir nochmal runter. Ach, so Küken sind das. Ah. Kükenfreund. So. Das sollen Küken sein. Und schwingen. Und schwingen. Und hopp. Creepy. Robi, du musst das sehen, wenn wir Horror-Games spielen und ich mich hier codemäßig auf meinem Stuhl einen Meter höher schraube. Das ist dann lustig. Bigfoot war cool. Da musst du unbedingt mal zugucken. Das war richtig lustig. Nicht für mich, aber für alle anderen. Okay, Rätsel Nummer 2. Ich denke, wir müssen den Heuballen da irgendwie runterkriegen, damit wir hier rüberkommen. So. Jetzt bestimmt müssen wir diesen Hebel hier betätigen. Gucken wir mal. Ach, Chris. Jetzt kriege ich hier einen Schock. Ey, schon wieder. Medin Step Counter, 2 Tode, was da los, Medin? Danke, Digga, danke, Digga. Oh, ich kann Schreck gekriegt. Vielen Dank. Herzen für Chris. Haut mal Herzen raus. Haut mal richtig Herzen raus. Danke, danke, danke. Oh, wunderbar. Chris muss ja wieder, ne, muss ja wieder einen Monat drinstehen hier. Aber hat er gar nicht übernommen. Ist gar nicht drin. Puh. Wieso nicht? Ja, Twitch Alert spackt wieder rum. Ist beim nächsten Mal drin. Scheiße. Genau, haut mal raus hier. Da muss ich gleich an die alten Doom 3 Zeiten denken. Ah, da haben wir... Ah, jetzt ist drin. Alles klar. Ja, Doom 3 haben wir damals, habe ich mit ihm hier durchgespielt.
Und wir haben uns eingeschissen. Wir haben uns richtig eingeschissen bei dem Spiel, ey. Okay, das funktioniert nicht. Also richtig Herzen raus. Danke nochmal. Ich muss. Muss ich das anmachen hier? Guck mal, hier ist noch was zum Ziehen, oder was? Oh. Oh, muss ich das manuell ziehen jetzt hier? Ja, und jetzt? Okay. Irgendwie klappt das nicht. Das Ding bewegt sich schon mal. Muss ich den noch irgendwie verschieben hier? Wäre cool, wenn es da Multiplayer geben würde. Ich glaube, das macht bei dem Spiel hier keinen Sinn. Also Multiplayer ist, glaube ich... Ich glaube, da muss mehr Druck drauf, oder? Kann ich da noch mehr dran ziehen? Nee, das Ding läuft. Vielleicht die Küken klein schreddern. Das ist eine Kükenschredderungsmaschine hier, glaube ich, oder? Die hüpfen da einfach rein und dann... Ich brauche mehr Dampf auf jeden Fall. Ich muss da irgendwas reinmachen. Da müssen die Küken rein. Ja, wahrscheinlich, Alter. Oder ich muss einfach länger gedrückt halten. Ich weiß es nicht. Aber es sieht aus, wenn da nicht genug Druck rauskommt. Da kommt nicht genug. Da muss noch irgendwas rein. Ach, guck mal hier. Hier saugt er an. Ah, da saugt er an. Okay. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein bisschen Zeug. Ich muss da irgendwas hinkippen, glaube ich. Aber wie kriegen wir da jetzt Zeug hin? Wir müssen wieder raus, so wie es aussieht. Guck mal, hier liegt doch irgend so ein Schweinezeug oder was. Ah! Jetzt komme ich... Ich muss echt die Küken da... Ich muss wirklich die scheiß Küken da rein. Alter, das gibt's ja gar nicht. Darfst du schon das Giveaway verkünden? Ach so, ja, Major, kannst du gerne machen. Ah, ich muss das echt die Küken da schreddern, Alter. Ist das brutal, die Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Ich möchte die nicht schreddern. Kommt, meine kleinen Küken. Oh, ist das mies, das Spiel. Das ist ja echt mies, Alter. Muss ich mir ab 18 hier kennzeichnen? Was ist los, Alter? Ah, jetzt hauen die ab. Guck mal. Muss ich die... Ah, hier hinloggen? Oh, das ist aber fies jetzt, Alter. Das ist richtig fies. Ach, die leben ja noch... Ich dachte, die werden geschreddert hier. Easy, die mögen mich immer noch. Gleich fressen sie mich auf, Alter. Der Noob hat's gewusst, ja. Aber sie leben noch. Ich habe jetzt gedacht, da kommen so Blutklumpen rausgeflogen. Das wäre natürlich... Das ist ja ein Kinderspiel, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Keine Caps, Sora. Keine Caps. Der Nightbot ist asozial. Das wissen wir noch alle. Also noch geht's hier alles vom Nachdenken. Ich glaube, das wird aber auch noch heftiger hier. So, wie gesagt, Death Counter steht bei 2, ne? Hier muss ich glaube, ich muss auf den Schweinelaster darauf springen, oder? Sonst bin ich tot. Sonst wäre ich, glaube ich, gestorben, oder? Das sind alles noch so logische Sachen, die noch gut funktionieren im Kopf. Die Panzerküken. Panzerküken. Panzerküken 3D. Neu. So, jetzt muss ich den stinkenden Dings da hinschieben, okay. Noch ist alles ganz cool. Würde mich nicht wundern, wenn es das gibt, Panzerküken. Falls jemand das kaufen möchte, genau. Falls jemand Bock auf das Game hat, Major hat noch einen 40% Coupon für das Spiel. Für Steam, oder? Steam war das, ne? Hat der Junge einen Namen? Ich weiß gar nichts. Das Spiel, das ist das Geile, es ist sofort losgegangen. Du weißt nicht, worum es geht. Du hast keine Vorgeschichte, keinen Namen, kein Intro, hier wird nicht mal gesprochen. Nichts. Also wir müssen quasi alles selbst erwirtschaften hier, erarbeiten, errätseln. Ist das eine Kuh? Der Vieh lebt auch noch. Guck mal, da bewegt sich noch was. Oh shit, das ist irgendwas...
Das Ding lebt, glaube ich, oder? Oh oh. Ich glaube, das wird gleich wach. So wie der hier schleicht. Oder Jürgen? Was? Küken mit Schildkröte gekreuzt. Vielleicht auch ein Hermann. Das ist ein Jürgen hier wahrscheinlich, ja. Ihr könnt ihn ja einen Namen geben. Guck, die Schwänze da, die wackeln da noch, oder was? Aber ich glaube, die sind tot. Was ist das? Da Maden! Da guckt ihn eine Made aus dem After. Boah, sind das große Viecher. Was ist da los, Alter? Oh, oh shit! Oh shit! Okay. Der Junge war Death Counter 3. So, was machen wir jetzt am dümmsten? Das Vieh scheint ja noch zu leben. Eine Made im Arsch heißt, ich gebe nochmal richtig Gas. Jemus, grüß dich. Hallo. Was hältst du von Keller-Ingo? Ach, der Keller-Ingo, ja. Häuserfried, Alter. Was mache ich jetzt? Muss ich über das Vieh rüberspringen, oder? Weil entkommen kann ich nicht. Der ist definitiv schneller. Vielleicht muss ich den auch ins Wasser locken. Death Counter 3. Ah. Nein. Das Vieh geht mir auf die Eier, Alter. Was ist los? Nein. Wo muss ich denn hin? Ach, muss ich das Vieh dadurch K.O. machen oder was? Alter, das ist ja schwierig. Ah, jetzt ist das hier, das Vieh. Okay. Die Safe Points sind geil gewählt, muss ich sagen. Ich glaube, der muss... Oh Gott, guck dir die Viecher, die Leute da hinten an. Death Counter 4. Die Lampe oben? Ah, das kann sein. Das sieht aus wie so ein... Ja, wie so ein Elektroscheiß, ne? Ich muss auf das Schwein rauf und dann auf die Lampe rauf. Oh oh. Oh oh. Nee, ich komm nicht auf die Lampe rauf. Vielleicht muss ich das Schwein noch ausnocken. Ah. So, da wackelt das Ding dann noch aus dem Arsch und sagt mir Hallo. Hallo, Freunde. So, und jetzt? Okay, ich weiß nicht, ob der noch wieder wach wird. Also hier komme ich nicht rauf. Benutzt das Schwein, um an die Liane zu kommen. Nee, das war es eben nicht. 99 Luftballons? Vielleicht hinten gegenrennen lassen. Ja, ja, das war's. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Das Schwein schläft nur, oder? Das wird doch gleich wieder wach, die Scheiße. Das ist noch aktiv. Jetzt stehe ich ein bisschen... Ah, ich kann das Schwein jetzt ziehen, ja. Ah, guck mal. Alles klar, das Vieh ist jetzt wieder ganz geil drauf, oder was? Kann ich das jetzt weiterziehen? Es sieht ein bisschen komisch aus. Auf dem Lande ganz normal, Leute. Das ist ganz... Guckt es euch ruhig an. Das ist ganz normal. Und jetzt bin ich down. Kann ich jetzt schwingen? Ach, geil, jetzt... Ach, so eine Gedankenkontrolle ist das. Ja, mega geil. Jetzt kann ich die steuern da hinten. Ah, jetzt wird's lustig, glaube ich. Oh. Ist der tot? Nö. Der hinten ist eingeknastet. Kann ich auch nur einsteuern? Okay, ich brauche den quasi hier auch noch hin. Und jetzt? Das ist aber geil, das Spiel.
Was für mein Fuck, ja, auf jeden Fall. Die muss ich befreien. Ah! Ich habe die Macht. Oder muss ich das jetzt. Reicht das so? Muss ich noch irgendwas machen? Der dritte Teil ist schon angekündigt. Ist das hier ein zweiter Teil oder was? Luftjoggen? Kann ich jetzt die Treppe hochlaufen? Können wir das. Also umkippen können wir es. Ah, alles klar. So, muss ich die jetzt wieder einsperren oder machen die mich kaputt? Ah, das erste ist Limbo. Geil. So, Schweinchen geht's gut. Jetzt kommen wir auch wieder rüber. Diese Made war ja eklig, ne? Schön aus der Puperze gezogen. Das sieht so nach Endgegner aus irgendwie. Irgendwie nicht schön. Es gibt Limbo, dann Inside und den Namen vom dritten weiß ich gar nicht, der ähnlich gestaltet. Ah, cool. Dann müsste ich mir Limbo eigentlich auch nochmal reindrücken. Wenn das auch so krass gemacht ist. Ich glaube, da hat Gronkh gespielt, oder? Das war eigentlich auch ganz schön. Irgendwie ist die Welt im Arsch, so wie es aussieht, oder? Da vorne sind wieder so eine Zombie-Freaks. Ich bin gespannt, worum es im Endeffekt nachher geht. Gib mal den. Gib Limbo, also. Ja, Sebel, alles gut. Warum herzst du mich jetzt? Willst du romantisch werden, Schumi? Weißt du doch. Aber Twitch backt wieder ab. Geh jetzt pennen. Alles klar, Zombie, bis dann. Tschüss. Strike 7, grüß dich. Hallo, bist du neu? Ich glaube, deinen Namen habe ich noch nicht gesehen, oder? Ach, Limbo war komplett Black and White. Gab's da nicht auch noch so ein Spiel mit einer Fliege? Wo die ganze Zeit hochfliegt da irgendwie? So, jetzt muss ich wieder nachdenken hier. Okay, da kann ich dran ziehen. Dann geht das hoch. Ich muss aber an das Seil ran, oder? Dann muss ich da bestimmt irgendwas reinschmeißen. Ich bin wieder zur falschen Seite. Herzt mich. Herzt den Kaiser. Herzt euren Kaiser. Genau, so muss das sein. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Einmal rüber hier. Hast du morgen frei, Schumi? Oder wie kommt das? Dass du Zeit hast? Man darf nicht zu viel denken. Doch, ich glaube, hier muss man gerade nachdenken. Ich bin nicht neu, bin schon sehr lange dabei. Ah, alles klar. Gut, dann habe ich dich nicht oft im Chat gesehen. Sonst merke ich mir die Leute eigentlich. Dann willkommen zurück. Aha. Und lass mich raten, das bleibt nicht. Doch. Okay, den Stuhl kann ich nicht. Ich habe jetzt gedacht, das Ding bleibt nicht offen. Oh, das sieht so nach großer, böser Halle aus, irgendwie. Strike ist schon länger dabei. Ja, jetzt langsam dämmert's auch wieder. Der Kaiser mit den unsichtbaren Kleidern. Ja, ich bin untenrum sowieso nackt, Leute. Gamer tragen keine Hosen, auch keine Schlüpper oder sowas. Und ich habe einen Vibrationscontroller in der Hand. Ja. Gut, weiter gehe ich jetzt nicht ins... Oh, das sieht irgendwie... mies aus hier. Es ist schon zu lange nichts mehr passiert. Die ganzen Küken. Die Panzerküken. Das waren dunkle Küken eben, ne? Hab den Namen auch schon. Achso, der Mann wird alt. Haltet Decken bereit. Ja, es ist schön. Ich könnte mir jetzt hier so eine Muscheldecke hier und dann. Ach, schön, Leute. Das ist richtig geil. So genießt man das. Das Leben genießen. War da nicht dieser komische Dicke hier? Hans Entertainment? So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen checken. Ich wollte gerade so ein bisschen nach vorne gucken, aber das geht ja hier nicht. So, und ich glaube, wir müssen irgendwas... Oh!
Oh, ich hab gedacht, jetzt gehe ich drauf. Okay, da an der Seite kommen wir auch nicht vorbei, das ist klar. Das heißt, wir müssen garantiert dieses Ding da bewegen. Ah, guck mal, da ist ein Hebel. Yeah, eine Rolle haben wir sogar gemacht. Easy peasy. Es ist noch zu einfach. Ah, hoch. Ja! Psch, kaputt, Game Over. So. Das heißt, wir müssen jetzt, was müssen wir denn jetzt? Wenn ich da runterfalle, bin ich kaputt, oder? Wir können das Ding nur hoch und runter machen. So, wir können das nur hoch und runter machen. Kann ich nach ganz, ach, ich kann ja noch nach ganz unten, ne? Okay, hier konnten wir aber jetzt nichts weiter machen. Hm. Ich glaube, ich darf nicht so, echt nicht so kompliziert denken. Ich werde da jetzt einfach nochmal hochgehen. Und dann müssen wir den rüber schwingen. Aber ob das... Nee, das reicht nicht. Komme ich von der anderen Seite irgendwie rauf? Tja, wie machen wir das denn jetzt? So, ihr seid gefragt. So wie der alte Sack da vor der Cam. Alle 84 hier, ja. 84, beste Baujahr. Beste Baujahr. Wie ein guter Wein. Das ist kaputt. Kannst du den Stapel drehen? Nee, eben nicht. Das wäre ja sinnvoll. Ich kann ihn nur hoch und runter machen. Aber wir müssten ihn drehen. Das wäre... Ja, das wäre ganz gut. Von da oben komme ich auch nicht raufgesprungen. Ich glaube, drehen können wir ihn auch gar nicht, weil... Doch, wir müssen ihn in die eine Richtung drehen. Dazu müssen wir da irgendwie raufkommen. Ah, warte mal, wartet mal, wartet mal. Ich mache ihn erst runter. Und jetzt können wir ihn drehen. Ah. Okay. Jetzt kann ich ihn wieder hochlassen. Jetzt müsste ich darauf kommen. Und dann geht's oben weiter, oder was? Okay. Aber ich muss doch nach vorne laufen. Ah, nein. Nein. Viel zu einfach. Noch ist es einfach, ja. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal hier weiter. Ah, das ist ein Tresor. Sehr gut. Gar nicht so doof, wie er aussieht. Der steht ein bisschen ungünstig, oder? Da unten sind die Küken wieder. Oh, oh. Ah! Okay, wir müssen schneller weg. Death Counter 5. Sehr geil. Ah, die Speicherpunkte sind echt... So, jetzt geht's da unten auf jeden Fall weiter. Aber es ist zu hoch für uns. So. So, ich glaube, die Dings können wir oben lassen. Das geht einfach. Wenn er runterfliegt, fliegt. Ja, ist der scheiß Delay beim Chat. Das ist. Ich krieg das zu spät mit. Manchmal etwas brutal. Timing ist alles. Ja, ja, aber es geht ja voran, Leute. Es geht ja voran. Irgendwie will ich da gar nicht runter, aber ich glaube, ich muss. Oh. Eine Taschenlampe wäre jetzt nice, glaube ich. Können wir das hier irgendwie? Guck mal, da ist doch irgendwas. Eine Bombe. Alakbar! Oh, das sieht echt... Alter, das sieht echt aus wie so eine Neutronenbombe. Drücken wir da einfach mal drauf. Guck mal, kann ich nicht drücken. Okay. Lalalalalalalalala. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Gedankencontroller oder sowas, ne? Wir müssen das ein bisschen zerstören. Und wahrscheinlich sind die ganzen Leute, die rennen draußen rum wie Zombies, weil die alle kontrolliert werden. Ich denke, können wir mal nebenbei mal über was quatschen? Ja, aber nichts Privates. Nichts Privates, Digga. Das kann hier jeder mitlesen, ne? Also...
Nichts Privates. $12,84 per Kinguin. Ach so. Oh, das ist ein U-Bahnhof. Also wenn du sicher bist, dann schreib mir per WhatsApp, aber nicht hier. Ah, jetzt habe ich wieder so ein Gedankending hier. Okay. Jetzt wird es gerade ziemlich dunkel. Kann ich da jetzt einfach ranjumpen? Ja, einfach so ran an die Birne. Flop! Du bist schon ganz gespannt. Ach, du bekommst keinen Urlaub. Ah, alles klar. Nee, dann quatschen wir das noch. Lass uns die Tage mal telefonieren. Dann quatschen wir das nochmal in Ruhe ab. Das kriegen wir schon hin. Ja, es sind alles private Liebeleien hier, Leute. Das ist. Ah, nee. Ah, scheiße. Komm her. So, und jetzt? Ah, hier kommen die Zombies angelaufen. Können die jetzt fighten? So, jetzt wird's interessant. Die müssen jetzt irgendwie was machen. No homo. Lass meine Nase in Ruhe. No homo, genau. Digga, du musst no homo unterschreiben. Ich weiß, das ist nicht mehr unsere Zeit, aber du musst no homo unterschreiben. Sonst nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Können die da reinlaufen? Nee. Das ist Quatsch, ne? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ach, guck mal. Alles klar. Jetzt sind die da drauf und der eine muss auch noch auf das andere Ding. Wie kann ich die jetzt abstellen? Ich will nur einen kontrollieren. Ach, warte mal. Ich muss die versetzen irgendwie. Wie kann ich das denn? Jetzt müsste ich die versetzen. Ich will mal was probieren. No homo. Ja, das sagt man so. Das ist der neue Jugendjargon. Die laufen so eklig parallel. Ich müsste einen nur kontrollieren können. Klär mich mal einer auf. Ja, no homo heißt, wenn man sich so ein bisschen liebkost, dass man nicht schwul ist. No homo, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Stell sie doch beide drauf. Und dann den Hebel. Ich glaube, die müssen... Ach so. Ah, ich dachte, die müssen beide auf die Dinger rauf, dass diese Platten belegt sind. Nee, dann geht... Ah, nee, dann geht nur das Ding hier zu. Ach, jetzt... Ah, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Dann kann der andere nicht weglaufen. Ah. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, jetzt wird schon knackiger im Kopf. Aber jetzt geht's los hier. Jetzt läuft mir gleich Blut aus den Ohren. Dann ist vorbei hier der Stream. Dann ist Danger. Bromance, genau. No homo ist doch so 2016, echt? Ja, wir sind alt, was sollen wir sagen? Wir sind 84. Ach, jetzt sagt man ja keck, ne? Du keck. Chris, du keck. Oh, voll überholt. Keck. Ach, es macht Laune, das Spiel. Das ist cool irgendwie. Hätte nicht gedacht, dass das so geil ist einfach von der Atmosphäre. Ich kann gut mit euch labern, das ist echt entspannt. Kann schön die Hände mit Controller am Sack halten, das ist auch richtig entspannt. Ich glaube, ich muss da rüberspringen zu den Küken. Guck mal, da unten, da rennen diese ganzen Zombies rum. Jetzt hätte ein Zug kommen müssen. Ja, dann hätte ich einen Herzinfarkt gekriegt wahrscheinlich.
Oh. Nein, nein, nein. Aber wir leben noch. Wir leben noch. Oder auch nicht. Oh, es hat auch böse geklatscht, ne? So, jetzt ist das nächste Ding. Jetzt müssen wir rechtzeitig abspringen oder uns am Seil festhalten. Ich glaube ja, wir müssen ans Seil, oder? Bam, 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 bam. Es könnte das Seil sein. Ich glaube, rechtzeitig abspringen schaffe ich nicht. Okay, das Seil ist es auch nicht. Ich glaube, wir müssen rechtzeitig abspringen. Ironie des Schicksals. Death Counter 6. Ach komm, Major, hier verreckt man sehr oft. Ja, man muss hier viel probieren. Ich glaube, ich muss darüber springen. Kann ich die Küken nicht rufen? Kommen die nicht zu mir gelaufen? Ich kann. Nee, ich kann da nicht. Ach, hier an der. Ah, ich muss an das Rohr ran. Da klatscht aber böse, ja. Bigfoot hast du auch überlebt. Da habe ich mir auch übelst in die Hosen geschissen. Ich muss ans Rohr, glaube ich, ran. Digga, hast du nicht gesagt. Du Keck. Du Keck. Ja, so machen wir das. Ah, das ist fies, ne? Man denkt, man kann an das Seil ranspringen. Hallo, meine... Oh, da sind die... Guck mal, da ist noch eine. Der ist weg. Devs 8. Man hört die draußen alle noch. Oh. Okay. Kann ich da rüberklettern einfach? Ich glaube, ich muss das zum Umkippen bringen. Aber wie bringen wir das zum Umkippen? Ich kann hier nichts ziehen, ich kann hier nichts machen. Oder muss ich runterklettern? Runter muss ich sowieso, ne? Wenn ich an dem Rohr runterkletter? Ich komme hier rüber. Oh, shit. Oh, 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 oh. Schnell rauf. Okay, das geht nochmal gut. Aber ich hätte irgendwie nach unten kommen müssen noch. Aber das hätten wir nicht überlebt. Schwierig. Ja, ja, moin. Oh, oh. Alter. Aber auch schon Reflexe wie so eine Katze, ne? Wie eine tote Katze, aber ein bisschen was können wir ja noch. Das ist mir ein Vogel, ne? Ne, ein Grafikfehler. Und unten marschieren sie alle. So rennen doch die heutigen Leute auch durch die Straßen. Das ist doch gar nicht so unverkehrt hier. Unverkehrt, gibt's das Wort? Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, rüber da an diese Kante springen. So wie es aussieht. Ich versuche... Nee, wir nehmen das Rohr. Das Rohr ist nämlich safe. Ich wollte jetzt schon rüber an die Kante springen. Aber ein bisschen... Der Fuchs, der passt auf, ne? Zombie-Katze. Oh! Okay, die kriegen das... Ah, zieh, Minion! Zieh! Jetzt musst du mehr Spinat essen. Alter, das ist aber geil. Unverkehrt wäre ja richtig. Ja. So, Leute, ich... So laufe ich nach 16 Uhr auch rum. Da machst du was falsch. Ja. Jetzt fehlt nur noch das Smartphone in der Hand und dann laufen die Leute genauso rum. Das ist eine Ratte. Die Ratta. Und irgendwelche komischen anderen Viecher. Hier geht's nicht weiter. So wie die Zombies. Achso. Work, work, work. War das nicht bei Okay, das wird so nichts. Warte mal. Ja. Alles ist möglich hier. Alles ist möglich. Das war doch bei Warcraft 3, ne? Wenn man die Viecher da hier, diese Arbeiter. Work, work. Das ging ja auch total auf den Sack. Zombie ist aber schon 2015. Zombie? Ah. Zombie. Was ist das? Ist das ein Feldgeschütz? Das sieht irgendwie, sieht böse aus. Ich guck mal, was da. Da, der hat doch gezuckt da vorne. Ich will das nicht.
Okay. Jetzt müssen wir wieder nachdenken, so ein bisschen, ne? Die hängen hier alle an den Strippen dran. Und ich denke einfach, das Ding ist offen. Wenn ich das jetzt anmache, ist das Teil da hinten offen und die Viecher, die fressen mich an. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Zombie, Smartphone-Zombie. Stimmt. Oh. So, überall wo Licht ist, glaube ich, machen die hier Banane. Oh oh oh. Oh oh oh. So, Alter, was? Oh, das ist aber. Oh, das ist aber shit. Das ist ja richtig shit. Solche Spiele liebe ich ja. Okay. Die Viecher tun uns nichts, sondern nur diese Arschgeigen hier. Jetzt brauchen wir halt das richtige Timing. Jetzt muss ich mal beobachten. Okay, ich muss mit dem mitlaufen. So, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir... Alter, ist das schwer. Jetzt müssen wir das Gitter gleichzeitig hochkriegen. Alter, war da was. Ja, nein, ist klar, ich war doch noch gar nicht dran da. Wie sollen wir denn das Gitter gleichzeitig hochkriegen und dann... Das ist ja schwierig jetzt. Das ist aber echt schwierig. Ich glaube, jetzt ist Death Counter 100 hier. Das Gitter muss hoch. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe nur diese Chance, hinzulaufen, hochzudrücken und dann wieder zurück zu dem Teil zu laufen. Ja. So wird das nichts. Definitiv schafft man das so nicht. Boah. Das ist aber echt krass jetzt. Oder kann ich das jetzt schon hochdrücken? Es geht langsam runter. Und ich muss dann in einer gewissen Zeit hinlaufen. Ich glaube, ich kann das jetzt schon drücken, oder? Ah. Alles klar. Es ging ja vorhin nicht hochzudrücken. Ja, der Tod war umsonst jetzt. Der war umsonst. Das ging vorhin nicht hoch. Ich habe es nicht hochgekriegt vorhin. Ah. Aber probieren geht über studieren, ne? Und Rinder. Oh. Der Fahrstuhl ist erst von Sven erschallt umgelegt. Jop. Ich hab's, genau. Ich hab bloß das Gitter vorhin nicht hochgekriegt. Aber ich hätte jetzt bei dem Gitter zum Beispiel, hätte ich einen Timer eingebaut, dass das Gitter langsam runter geht, dass man noch mehr Druck hat quasi. Also ich kann hier auch keine Schwierigkeit einstellen oder so. Ja, das ist ja das Coole. Es hat eine Möwe? Wie war das, Digga? Möwen, die Ratten der Meere, ne? Die hat geschissen gerade, oder? Geil. Die Ratten der Meere. Muss mal ein bisschen Bizeps trainieren, ja. So, ich glaube, die greift mich an, da. Die ist ziemlich groß. Glaub mir, er bekommt noch Druck. Nee. Mehr als die Liebe ist? Ich möchte keinen Druck haben. Dann mache ich den Stream aus gleich. Oh, wir haben schon eine Stunde weg, Leute. Eine Stunde schon. Mega krass. Oh, 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 oh. Geh hoch, Digga. Oh, nein. Oh, 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 oh. Steh auf.
Okay, wir stehen unter... Wir stehen auf jeden Fall unter Beobachtung. Oh. Alter Vater. Ich darf nicht so dicht auflaufen, glaube ich. Und jetzt sehe ich nicht, wann die stehen bleiben. Ah, jetzt müssen wir alles nachmachen. Oh, okay. Synchron springen? Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Müssen wir uns noch einmal drehen, dann? Alter Vater. Oh, der Herz schlagt die ganze Zeit im Ohr. Oh, ist das mies, Leute. Ist das mies. Oh. Ich kann gleich wieder in den Chat gucken. Ich darf auch keinen Fehler machen. Das ist der Druck, Major. Das ist der Druck. Ich guck gleich wieder in den Chat. Oh nein, mit Köter. Oh, mit. Was müssen wir jetzt machen? Mit Köter, mit Köter, mit Köter. Die Schnauze. Guck da nicht so hin, Junge. Oh. Okay, das heißt, ab da müssen wir tatsächlich abhauen. Alles klar. Da haben sie uns spitz gekriegt hier. Oh shit, lauf! Yeah! Ist der dämliche Hund woanders hingesprungen, wa? So, jetzt kann ich wieder in den Chat gucken. Nichts gegen Tauben. Frag mal Venedig. Ah, Venedig ist. Oh nee, Venedig war nicht schön. Martin, grüß dich! Hallo, ja, ein neuer Stuhl. Ich kann endlich bequem sitzen. Ich kann wirklich richtig schön bequem sitzen. Wurde Zeit. Ich habe nur noch auf Holz und Schrauben gesessen. Mein anderer Stuhl. Der hat mich dann schon, ja, er hat schon angefangen, mich zu vergewaltigen. Also das war schon nicht mehr schön. Mein Großvater hatte früher weiße Tauben, das war anders. Stadttauben, kannst du vergessen. Es war ja auch eine Möwe, ne? Möwe. Möwen. Ja, jeder ist schwarz angezogen, außer er rot. Er fällt nicht auf. Habt ihr recht, riesige fliegende Ratten. Lauf, Schlampe, lauf. Lecker. 12 Tode, okay. Fieser Köter, ja, auf jeden Fall, ne? Mieses Stück. Achso, Martin, grüß dich. Grüß dich, grüß dich. So. Der Junge ist besser als Captain America. Oh, oh. Oh! Du blöde Sau. Nein, 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 nein. Ja! Oh, yeah. Herndal, danke für deinen Host. Vielen Dank. Das ist doch ein Weibchen, der Hund, ne? Guck mal, da zitzen da unten drin. So, jetzt kläfft er uns die ganze Zeit voll. Können wir den Hund jetzt... Ah! Pass auf. Jetzt machen wir den... Oh, nee. Nee, so wollen wir nicht. Nicht zum Hund. Ich dachte, jetzt können wir den Köter platt machen. Der fällt da jetzt durch? Nee. Mari, du Nudel, Kampfkeks, grüß dich, hallo.
Ah, das hat gepasst. Moin, Herndal, grüß dich. So. Okay, was ist das? Sieht aus wie ein Mikrofon. Nee, warte mal. Ich muss den erst rüberkriegen. Pass auf. Warte mal. Jetzt muss ich überlegen. Ah, nee. Ist hier auch noch was? Wenn ich das jetzt rüberschiebe, komme ich an das Teil nicht mehr ran. Kann ihn also nicht rüberholen. Und das komme ich hier nicht rauf. Das heißt, ich brauche den Piefke hier erstmal. Irgendwie. Kann der jetzt nochmal zurücklaufen und noch was anderes holen? Nee, ist Quatsch, ne? Das muss ich echt überlegen gerade. 25 Zuschauer. Ne, 23 haben wir gerade. Was geht ab? Ich hätte gedacht, bei dem Spiel guckt nur gar keiner zu, aber ist ja cool. Freut mich. Vorne ein Schalter, was? Vorne ist ein Schalter? Wo ist ein Schalter? Ja, ich muss das Ding darauf. Ich muss das Ding darauf packen. Dann geht das da oben auf. So, dann komme ich aber nicht mehr daran, um den hier rüber zu kriegen. Aber ich glaube, weiß doch gar nicht, ob man das braucht jetzt unbedingt. Ich muss den da oben durchziehen, glaube ich. Oder ich denke schon wieder zu kompliziert. So, jetzt kriege ich den aber nicht weiter bewegt. Jetzt muss ich wieder darauf kommen zu ihm. Das ist halt das Ding. So, jetzt komme ich hier ja nicht mehr hoch. Ah, ich weiß. Easy. Passt auf. So. Qualmt mir total die Birne hier. Ist ja unglaublich. Ja. So. Jetzt hat er ihn. Jetzt. Man muss echt schon ein bisschen überlegen. Das ist in meinem Alter gar nicht mehr so einfach, Leute. Ich stelle euch das immer einfach vor, aber wenn einem der Sargdeckel... Ach so, guck mal, hier hängt schon wieder falsch rum, ist egal. Wenn einem der Sargdeckel schon dreimal auf den Kopf geflogen ist, dann ist das alles nicht mehr so einfach. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall hier schon mal weiter. So, sollen wir jetzt hier rauf oder nicht? Ich gehe einfach mal... Ich glaube... Nee. Wir müssen jetzt mit dem... Ich glaube, wir können jetzt mit ihm weiter. Ach so. Ah, alles klar. Einfach ein bisschen probieren. Ah! So, jetzt bleibt er da drauf stehen. Aber er muss das Ding schieben. Prost, Prost, Prost. Was trinkst du denn schönes? Ach, Desperados war das, ne? Ich habe hier Wodka pur. Seht ihr, auch im Vollrausch kriege ich diese Sachen hier gebacken. Easy. So, Martin, ich wünsche dir... ich merke, die 12 Stunden gewesen. Alles klar, Herndal. Bis demnächst. Nächste Woche gibt wieder DayZ auf jeden Fall. Ich würde ja Kopfschmerzen kriegen, wenn ich da drin hänge. Ja, ich überlege gerade, wie ich das jetzt weitermache. Ah. Können wir uns an dem Ding hier hochziehen einfach? Nee, das geht nicht. Wenn wir da runterfallen, sind wir tot. Ah, warte mal. Hier ist noch was zum Ziehen dran. Ah, alles klar. Können wir hier irgendwie dran ziehen?
Müssen das Ding irgendwie... Ah, Leute. Ich weiß. Wir können das garantiert... Wir können das Ding garantiert runterholen. Das muss irgendwie runtergehen. Ich schieb den erstmal da unter, wa? Das ist erstmal das Beste. So. Oder wir schieben den erstmal. Kann er mich jetzt steuern? Ah, alles klar, Alter. Da soll mal einer drauf kommen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist nur kummelig. An Russisch. Die Fischkörper werden ja auch mit Korn großgezogen. Ja. Französisch, ja, wir waren ja im Französisch. Das war nicht so toll. So, jetzt kann ich den da wieder hinziehen. Man muss hier echt so ein bisschen über fünf Ecken denken. Aber ein bisschen Gehirnsport ist ja nicht verkehrt, würde ich sagen. So, jetzt ist das auf jeden Fall offen. Jetzt muss ich den anderen Fuchskopf da wieder ab. Ah, cool. Und jetzt können wir da weitergehen. Cool. Cool, 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 cool. Die Ideen in dem Spiel sind echt ganz nett. Ja, auf jeden Fall. Man muss echt nachdenken. Das ist cool. Kontorreception. So, okay. Hebel umlegen. Und das ist Wasser. Ah, alles klar, okay. Gut. Das heißt, wir müssen da reinfallen. Bevor uns das Ding zerquetscht wieder. Das wird jetzt schwierig, so ein bisschen. Oh, mega. Auch so diese ganzen Bewegungen, schön Motion Capture, das sieht echt ganz nice aus. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier im Wasser nicht alleine sind. Ja, Frau, die Französischlehrerin war das Beste. Man stellt sich immer so Französischlehrerin, stellt man sich immer so ulala vor, ne? Immer so richtig nice irgendwie, aber... Das war es nicht. Das war nicht schön. Ich glaube, wir müssen tauchen, so wie es aussieht. Hier ist auch keine Luftanzeige, nichts. Es ist keine Energieanzeige, einfach nur, es ist da. Das Wasser sieht unglaublich gut aus. Ja, es sieht schön aus, das Spiel, auf jeden Fall. Richtig nice. Ich glaube, ich muss hier irgendwo durchtauchen, aber ich habe es noch nicht geschnallt, wo. Ich muss hier auch irgendwas hochholen. Ich brauche irgendwas, damit ich hier die Mauer hochklettern kann. Auf jeden Fall. Sonst komme ich hier nicht rauf. Ich denke, ich muss irgendwas losschneiden. Aber lange Luft hat er nicht. Das ist schwierig jetzt gerade so ein bisschen. Ah, guck mal, guck mal. Das sieht gut aus. Okay, wir werden das nehmen. Mal kurz Luft holen. Und ich glaube, wir können das Brett hochholen. Sexy. So. Und hoch. Und hoch. Übertreib nicht, Junge. Übertreib nicht. Dir geht's gut. Easy. Schön. Jetzt fehlen echt noch so ein Alligatoren oder sowas. Irgendwie so ein krasses Zeug. Taucht er von allein wieder auf? Nee, schön wär's ja. Der verreckt sonst. Wie guckst du überhaupt zu, Digga? Über ein Notebook oder über Smartphone?
Sein linker Ärmel ist weiter hochgekrempelt als der rechte. Das nennt man Kunst. Du Banause. So, haben wir wieder einen Part geschafft. Notebook, achso. Cool. Auf was hast du die Qualität eingestellt? Muss man unten den Zahnrädchen, aber müsste eigentlich auf Auto gehen, ne? Wenn du gute Internetverbindung hast, dann mach da auf Source. Dann hast du die beste Stream-Qualität von der Optik her. Kann ja mal passieren. und wenn ich mal irgendwen überlese, ruhig nochmal schreiben, wenn es was Wichtiges ist oder so, ne? Ich konzentriere mich hier auch aufs Spiel. Oh, das sieht böse aus. Erinnert mich so an Resident Evil irgendwie. Da ist, glaube ich, so ein Riesenhai drin gewesen, ne? Resident Evil 1 war das? War auch so ein Bassang. Und da war irgend so ein dämlicher Hai drin. Was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke? Da geht das Wasser raus. Okay. Und wenn ich da nochmal drauf drücke? Man muss ja probieren, was dann passiert, ne? Alles automatisch. Hast du ein bisschen mehr auf D? Was? Kickscrew? Okay. Sowas nicht. Wie wir gucken, wie wir labern. Oh! Ach so, ah ja, ich wollte schon sagen, jetzt habe ich irgendwie Scheiße gebaut. Oh oh. Muss ich jetzt wieder... Ich hätte da nicht drauf drücken sollen, oder? Ach, guck mal, jetzt komme ich hier wieder zurück. Ach, jetzt muss ich hier weiter. Muss die Luke aufmachen? Muss zwischen reintauchen? Na los! Ah, machen wir so auf. Wenn man draufsteht, dann wittert natürlich auch nichts. Kriegen wir angehoben. Guten Hunger. Wer isst jetzt gerade was? Ich will mal eben was zu essen vororganisieren. Bis gleich. Alles klar. Wer geht jetzt schlafen? Muss Bier holen. Ich werde mir ja auch ein Bier aufmachen, glaube ich. Aber nachher. Nicht im Stream. Ich habe auch Hunger. Ah, guck mal. Jetzt kann ich... Jetzt geht das wieder runter. Jetzt muss ich echt überlegen, Leute. Jetzt muss ich... Jetzt geht die Tür auf. Jetzt ist das Tor da oben aber auf, genau. Und jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Ich kann ja durchtauchen, oder nicht? Aber ich will ja nicht durchtauchen. Ich will ja im Trockenen durchlaufen. Das heißt, ich bräuchte irgendwas. Und hier komme ich nicht weiter. Ich bräuchte wieder irgendwas, um da hochzukommen. Lag da oben irgendwas? Da komme ich nicht hoch. Aber es lag hier auch nirgendwo was, ne? Das Fahrrad vielleicht. Können wir mit Fahrrad fahren? Können wir nicht. Ich muss da durchtauchen, so wie es aussieht. Ach scheiße, dann geht das Ding automatisch zu. Alles klar, ich muss das Wasser ablassen. Okay. Alles klar, Flower, schlaf gut. Bis Dienstag. So, jetzt komme ich da auf jeden Fall wieder rein. Hier kann ich nichts machen. Wartet mal, ich muss runtertauchen? Nee. Wenn ich den ausmache. Ich muss rechtzeitig rüberschwimmen, aber dann ist das Ding zu. Wie machen wir das denn jetzt? Prost! Wie machen wir das jetzt? Boah. Ich muss hier irgendwas ertauchen, glaube ich. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Oh, ich bin tot. Ich war zu lange unter Wasser. Alles klar, jetzt verstehe ich. Ich muss ganz schnell rüberschwimmen. Und dann schaffen wir das auch. Okay. Death Counter 12. Du hast nicht aufgepasst.
So, jetzt muss ich nochmal drauf drücken. Dann geht das Wasser wieder runter, ne? Ich muss jetzt warten. Luft holen. Komm, 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 komm. Ja. So haben wir es geschafft. Endlich ist er ertrunken. Bist du gemein, Seppel? Was ist los? Was stimmt denn nicht mit dir? Ich brauche eine Taschenlampe. Es ist gerade übelst dunkel irgendwie. Bam, 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 bam. So. Okay, das war jetzt offensichtlich. Aber wie geht's weiter? Ist nämlich ziemlich dunkel hier drin. Ich muss das Ding mit nach draußen nehmen, glaube ich. Und dann kann ich auf dieses... Ah, ja, 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 alles klar. Pass auf. So, jetzt kommen wir raus. Und jetzt können wir nämlich dieses Seil da hochklettern. Du bist von Natur aus böse. Ich habe Angst im Dunkeln, ja, immer. Weißt du doch. Nee, können wir nicht. Ah, doch, der Koffer schwimmt. Der Koffer schwimmt. Pass auf. Ich lasse das trotzdem mal hier. Jetzt gehen wir hier einmal runter. Ja. Ja. Preiset den Kaiser. Preiset den Kaiser. Mein Hirn explodiert gleich. Was ist los? Haha. So, jetzt muss ich aber was naschen hier. Was? Darke Gefühle? Ich habe darke Gefühle, Alter. Was ist los? Wer ist Baguette? Wer ist jetzt hier Baguette? Baguette, oh, jetzt habe ich auch Bock drauf. Wir können doch nicht alle was fressen hier. Das gibt's doch gar nicht. Sieht so ein Endboss aus, so ein bisschen, ne? Ich schätze mal, wir dürfen nicht gesehen werden. Da ist der Schatten. Habt ihr gesehen? Da ist der Schatten. Alter, das ist aber schwierig. Oh, oh, oh. Oh oh. Müssen wir immer wieder zurücklaufen? Alter, das ist aber mies. Das ist mies jetzt. Ich habe gedacht, wir können uns noch so an der Kante festhangeln irgendwie. Alter Scheiße. Kurbeln und gleich wieder. Oh, da brauchst du aber richtig gutes Timing, ne? Oh nein, runter, runter, runter. Ich muss auch noch selber kurbeln. Alter, ist das mies. Mieser Shit, Alter. Komm schon. Oh, 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 oh. So. Das Doofe ist, ich kurbel immer erst in die falsche Richtung. Ich guck gleich wieder in den Chat, Leute. So, sind wir im Käfig und einmal rüber. Boah, geschafft. Also jetzt wird's sehr schwierig, glaube ich. Nein, oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh, fuck. Ich habe gedacht, wir haben hier ein bisschen Ruhe.
Oh nein. Oh Gott sei Dank, Alter. Er speichert echt intelligent. Das ist wirklich krass. Big Tasty Bacon. Du bist ja gemein. Okay, hier haben wir die Stelle. Hier vorne ist diese Stelle. Das müssen wir uns jetzt merken. Ah. Oh, oh, okay, hier vorne haben wir ein bisschen Ruhe. Oh, shit. Puh, das war knapp, glaube ich. Das war echt knapp. Chat killt den Streamer mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich bekomme auch Hunger jetzt. Jetzt hätte ich springen können. Chat killt den Streamer, ja. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Hoffe ich doch. Jetzt muss ich, glaube ich, unten auf dieses Ding darauf springen, irgendwie. Au. Okay, haben wir überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Bap, 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 bap. So leicht creepy ist das schon, das Game, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir tief in die Metro rein. Sehr gut. Major, kommen hier auch dicke Endbosse oder sowas? Ich hoffe ja nicht. Oh, die Musik ist mies. Die Musik ist mies. Okay, es sieht so ein bisschen nach Elektrofalle aus hier. Da hinten, da frisst irgendwas. Das sind Hunde. Guckt euch das mal an. Das sind auf jeden Fall Hunde. So, dann werden wir jetzt erstmal drauf gehen, glaube ich. Fast wärst du fast wär von diesem Kabel befruchtet worden. So, die Hunde werden uns angreifen, definitiv. Ich glaube, ich renne einfach vorwärts, oder? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Okay, noch haben sie es nicht mitgekriegt. Aber das kann nicht so lange dauern. Oh ja, habe ich doch gewusst. So, Hunde können ja bekanntlich nicht schwimmen, ne? Es kommt was Dickes, aber anders als du dir das vorstellst. Will ich das wissen? So, ich denke, das ist jetzt ein Problem. Oh, lauf, 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 lauf. Okay, den schaffen wir so nicht. Ich denke, ich muss wieder zurück ins Wasser, wenn der kommt. Das werden wir so nicht schaffen. Oh, oh shit. Ah, alles klar, der kann nicht tauchen. Okay, wir schwimmen weg. Ganz weit weg. Tauchen unter ihm durch und ab nach vorne. Dann können wir es schaffen. So. So denke ich mir das. Dann haben wir so eine Art bisschen Zeitcounter. Schwimm schneller, schwimm schneller, schwimm schneller. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Lauf, Junge, lauf, lauf. Guck nicht nach hinten, lauf. Oh. Oh, da kann er auf ein... Alter, was? Spring doch! Zieh! Oh nein! Oh, ist das mies. Alter Vater. Jetzt geht's ja richtig los hier. Komm! Ah, okay.
Muss eben nicht warten, bis sie am Zaun sind. Alter Vater. Oh, mies. Aber wie er genüsslich einfach so ein Brett abmacht. Komm, mach's doch ab. Zieh. Junge. Hättest du mal deinen Spinat gegessen, dann wäre das alles nicht passiert. Solche Stellen liebe ich. Ja, hab ich auch. Kommen wir da jetzt durch? Ah. Ob die da durchkommen? Ich weiß nicht. Ich lauf lieber schnell weiter. Das sind die Hunde aus Resident Evil 1, Leute. Miese Viecher. Der hat definitiv den Bizeps vernachlässigt. Ja, ja, er hat zu viel Salat gegessen, ne? Von Salat schrumpft der Bizeps. So, schönes Ding. Das ist schon hart. Es wird schon knifflig. Nein, 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 nein! Ja, hat keiner gesehen, ne? Hat niemand gesehen. Das war ja auch mies, ne? Den Tod sehen wir nicht. Kam die auch durchs Fenster? Was, bei Resident Evil kam die durchs Fenster, ja. An einer Stelle. Die hat richtig Spaß gemacht. Resident Evil, sowas müsste ich hier nochmal spielen. Das wird geil. Resident Evil 2 wird ja auch bald remastered. Das war so ein Horrorspiel, da haben wir uns in die Hosen geschissen bei. Das wäre auch cool. Aber sowas hier mit Controller ist cool, muss ich sagen. Ich glaube, der darf uns nicht sehen. Oh, guck mal, das ist ein U-Boot. Können wir jetzt mit U-Boot fahren? Oh. Jetzt müssen wir das Ganze mal hier so ein bisschen beobachten. Die klatschen sich gleich ab. Und jetzt müssen wir ins U-Boot. Ich beobachte trotzdem erstmal. Habe ich auch gesehen. Warum die Leiter benutzen, wenn man auch in den Tod springen kann? Hätte er ja über... Du, der überlebt ja hier alles. Warum überlebt er nicht auch sowas dann? Der Tod ist nur der Anfang. Geil, jetzt gehen wir... Hä? Geh auf! Hallo? Oh! Ich sitze falsch rum drin. Boah. Alter Vater. Das ist ja wohl mega geil, Leute. Das Wasser ist so cool. Ich glaube, das wird interessant jetzt. Wie tief geht denn das hier runter? Ich bin Jacques Cousteau. Die Remastered-Version sieht schon nett aus. Von der ersten Version, ne? Von Resident Evil 1, die Remastered. Kann ich da jetzt einfach... Ah! So funktioniert das also. Aber ich will ja Teil 2 haben. Teil 2 ist wirklich so mein Jugendding. Oh, wie krass. Wow. Mach mal Pause, ich brauche eine. Wieso brauchst du eine Pause? Was ist los? Ist noch 25 Minuten noch. Was ist das da? Ist das ein Feind? Nee, sieht irgendwie komisch aus. Wie gesagt, 25 Minuten, dann ist hier Schicht im Schacht. Die Musik ist auch so schön. Zu viel Bier. Das geht pissen. Hast du noch keine Ente? In unserem Alter kriegt man sowas schon von der Krankenkasse. Ich lasse hier einfach nur noch laufen. Easy. Megalodon kommt jetzt gleich. Ja, das wäre ja richtig kranke Scheiße, wenn jetzt hier so ein fetter Hai oder sowas noch kommt.
Alter Vater, jetzt muss ich überlegen, was wir hier machen. Man sieht ja auch fast gar nichts, ne? Das ist auch schwierig. Also hier geht's nicht weiter. Also erstmal das ganze Becken hier so ein bisschen erforschen. Aber ich glaube, ich muss was mit diesem leuchtenden Teil da machen, was ich da vorhin gesehen habe. Ein bisschen schneller fortbewegen. Kann ich jetzt raussteigen hier einfach? Das ist, glaube ich, nicht gut, oder? Sind wir direkt wieder tot. Ich glaube, ich muss irgendwas damit machen. Ah, warte mal, das ist ein Riss. Das ist ein... Ah, ich dachte, das ist irgendein Plankton-Scheiß. Das ist ein Riss. Guck mal, da müssen wir durchdrücken. Jetzt sehe ich das auch. Ohne Brille, glaube ich. Das könnte jetzt auch leicht sexuell gedeutet werden hier. Ein Spermium auf dem Weg. Ist schon nach 22 Uhr, ne? Ich darf sowas sagen. Das ist gut. So. Da hinten leuchtet irgendwas. Das ist, glaube ich, nicht gut. Irgendwelche Feinde sind garantiert auch gleich hier. Das ist eine alte Autobahn oder sowas. Vielleicht finden wir hier den Sinn des Lebens. Krasse Scheiße. Bist wieder da? Oh, Stahlbeton. Der gute Stahlbeton. Der geht nicht so einfach kaputt. Ich glaube, gleich kommt die Decke runter, oder? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich kaputt machen sollten. Ich glaube, wir können oben auftauchen, aber ich glaube auch, dass wir das hier trotzdem kaputt machen müssen. Hier ist ein Tor. Das Tor muss runter. Okay, hier ist Schluss. Jetzt kommt wieder Rätselspaß so ein bisschen. Ein bisschen Rätselspaß, ein bisschen Rätsel. Ist das da hinten? Was ist das überhaupt? Da geht's raus. Das ist eine Scheibe, ne? Das ist eine Glasscheibe. Müssen wir da durchschwimmen? Müssen wir da durchschwimmen? Ich glaube, wir müssen da durchschwimmen. Und das Tor aufmachen? Wir müssen da durch, das Tor aufmachen und dann können wir mit dem Ding hier weiter. Alter, das ist ja jetzt... Ah, ja, ja. Jetzt muss das Tor irgendwie aufgehen. Das Doofe ist, meine Softbox leuchtet mich hier so krass an. Was? Sebel spricht wieder in Rätseln. Das ist gut. Okay, wir brauchen unser Boot anscheinend nicht mehr. Jetzt haben wir Rattenfreunde hier. Ratten so groß wie Biber. Martin, der alte Fuchs. Ja, ja. Sira, grüß dich. Hallo. Guckst du die ganze Zeit zu? Gibt sich als Lurker zu erkennen. Ach so, ein Lurker ist er. Sehr schön. Willkommen, willkommen. So. Ich denke, ich muss hier hoch. Ist offensichtlich, ne? Kann ich jetzt hier durchklettern? Ja. Ich glaube, die Welt ist so ziemlich am Arsch, so wie das aussieht hier. Die 84er haben es halt drauf. Genau, so sehe ich das auch. Ja, ich bin schon ein Weilchen mit dabei. Zocke nebenbei noch. Was? PUBG? Was ist das? Achso, Player Battleground. Ja, alles klar. Okay. Ich hab's ja schon geschnallt. Muss ich da jetzt runter? Ich weiß nicht. Ich gehe erstmal hoch, bevor wir da an den Tod springen. Guck mal, da ist nämlich ein Knopf. Und wenn wir den Knopf drücken, geht die Hölle gleich los. Wetten?
Ja. Ja. Pass auf. Ich kann das Ding noch hier. Warum guckt er da hoch? Ich muss das Ding hier wieder aufmachen, glaube ich. Die kriege ich nicht auf. Ich dachte, ich muss dann da wieder durchspringen. Ich muss doch erstmal runter, so wie es aussieht. Oder? Ich weiß nicht. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen verwirrt. Ach, ich laufe... Ja, alles klar. Alles klar. Okay, okay. Nicht kompliziert denken. Nicht kompliziert denken. Einfach hoch und weiterlaufen. Ja, ich hätte auch Wasser erwartet. Ich hätte jetzt echt Wasser erwartet. Aber ich werde plattgewalzt. Das heißt, ich muss gleich... Okay. Ich habe einfach zu kompliziert wieder gedenkt. Ich habe gedenkt. Heute habe ich zu viel gedenkt, glaube ich. Alter, was ist los? Spät. Schöner, lustiger Tod. Der sieht doch immer so brutal aus, ne? Auch wenn die Hunde einen so zernagen. Sieht auch mies. Richtig mies. Richtig mieser Shit ist das. Die müssen ihn noch so Gliedmaßen abtrennen und so. Ich glaube, da spritzt so ein bisschen Blut. Ist das da hinter der Mauer? Ist das Wasser? Ist das eigentlich Wasser da hinter dem Glas? Ja, ne? Oder ist das ein Baum? Ich weiß es nicht. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Hier, guck mal, das ist gar kein Wasser. Oh, was ist das? Pflanzen. Pflanzen. Ist ein Wald. Und hier ist wieder so eine Atombombe oder sowas. Hört sich nicht gut an. Ah, alles klar. Ich dachte, das Ding explodiert jetzt. Ich muss da rüberspringen, oder? Einen anderen Sinn hat's nicht. Ja, ich muss, wenn ich da oben bin, glaube ich. Kann ich nicht, die Dings kann ich nicht hochklettern. Komme ich hier noch weiter? Ich komme hier aber auch noch weiter. Muss ich da unbedingt hoch oder nicht? Battleground, bestes Spiel. Ja, ich werde es, glaube ich, auch mal irgendwann anspielen. Mal gucken. Achso, hier komme ich definitiv nicht weiter. Okay. Unrealistisch. Du hättest einen Teil locker auf den Kopf bekommen müssen. Dum, dum, dum. Das Spiel ist, glaube ich, nicht für den Realismus. Ah, warte mal. Kann ich da nicht nochmal dran ziehen? Okay, ich kann nicht dran, nicht nochmal dran ziehen. Alles klar. Ja, easy. Ich bin zu fett. Okay. Um da hochzukommen. Nee, jetzt geht's ja, ne? Jetzt geht's. Ist das alles Blumen da? Ja, ne? Okay, ich muss da, glaube ich, ranspringen. Und dann darüber schwingen. Sonst lande ich wieder ganz unten. Schwing dein Ding. Schwing. Schwing. Oh, oh. Jetzt haben wir hier wieder einen Schalter. Ich hasse Schalter. Ach, ach, jetzt kann ich mit der Tauchglocke nach vorne. Warum soll ich jetzt mit dem Ding jetzt wieder nach vorne? Was bringt mir das jetzt, mit der Tauchglocke nach vorne zu kommen? Kann die auch an Land sich bewegen? Ich springe jetzt einfach mal rein. Okay, ich muss wieder unten durch. Oh Gott. Oh, what the fuck, was war das? Ah, warte mal. Ah, la 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 la, okay.
Ah, jetzt geht's los, okay. Komm her, komm her. Jawoll! Wie geil ist das denn? Und jetzt kann ich hier weiter tauchen. Jetzt komme ich aber nicht weiter. Ach, jetzt kann ich komplett unten durchtauchen. Sehr geil. Ah. Und habt ihr diese komischen Viecher eben gesehen? Was war das denn, Alter? Swing, swing, swing. Swing, mein Ding. So. Das kriege ich so bestimmt nicht auf. Doch, kriege ich auf. Ich will gar nicht aussteigen aus dem Teil irgendwie. Ah, ich muss aussteigen. Ich muss diesen Knopf drücken nämlich. Scheiße, und hier huscht so ein Viehzeug rum. So, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen nachdenken hier. Ein bisschen nachdenken. Aber ich komme ja hier erstmal rüber, oder nicht? Und wir müssen dieses Tor da. Ah, Tor G. Das heißt, ich wette, ich müsste da jetzt rüber. Das Ding lässt Wasser ab. Lasse ich das Teil jetzt hier. Ich prüfe erstmal, was passiert, wenn wir diesen Knopf drücken. Das prüfen wir jetzt erstmal. Ich denke, das Wasser wird abgelassen. Ich denke, das wird einfach abgelassen. Ich kann gar nicht aussteigen. Ich muss runtertauchen. Oh, ist das mies, Leute. Wie so ein kleiner Delfin. Okay, so wieder ein Stück weiter. Jetzt kommen wir hier natürlich. Jetzt kann ich hier durchhüpfen. Whee. Ah, das macht Spaß. Kann ich, soll ich da jetzt so durchhüpfen? Na? Also ich denke, ich muss da jetzt irgendwie durch dieses Loch da durch. So ein bisschen hochhüpfen und dann rüber, glaube ich. Ich check jetzt mal. Ja, jetzt ist das Tor nämlich auf. Wir gucken erstmal, was wir hier noch machen können. Okay, müssen wir definitiv wieder abtauchen. Oh. Ah, okay, da geht's brutal weiter. Sehr schön. Was? Klein Martin? U-Boot auf die andere Seite, bevor du ablässt. Ja, hast recht. Ich dachte, ich kann jetzt hier so durchspringen. Ganz, ganz lässig. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ich schwimme da jetzt einfach wieder hin. Und dann lasse ich das Wasser wieder hoch. Geh rüber, geh zurück. Ja, ja, macht Sinn. Absolut. Ich dachte, man kann da durchspringen. Durch das Gitter da irgendwie. Aber eigentlich müsste er ja durchpassen. Und einmal rüber. So, ich hoffe, wir sind jetzt alleine hier im Wasser. Alleine, alleine. So, jetzt nochmal runterschwimmen. Das sollten wir auf jeden Fall jetzt schaffen. Jetzt habe ich das gar nicht, habe ich das vorhin gelesen. Hast du nur frei morgen, Robi? Oder? Oh, schnell hoch, schnell hoch. Oh nein. Ja.
Wo ist Major? Ach, Major ist oben. Ja, lass uns nach dem Stream nachher nochmal ganz kurz telefonieren, wenn es okay ist. Ach, jetzt kann ich darüber hüpfen. Dann können wir das nochmal kurz beschnacken. Weil in 9 Minuten höre ich ja sowieso auf zu streamen. Muss von 13. Ja, lass uns da nochmal kurz telefonieren, Digga. Nach dem Stream. Also 10 Minuten noch. Können wir kurz zählen noch. Oh, was ist denn das? Oh, ist die nackt? Ist das eine Meerjungfrau? Oh shit, oh shit. Die ist völlig geschlechtslos. Muss ich der jetzt folgen? Das ist bestimmt so eine, die mich in den Tod führt, oder? Die führt mich in den Tod. Du musst noch Konto offen. Ah, ah, ich schnalle es. Ist das creepy? Die macht unser Ding da auf, glaube ich. Die will uns töten, die blöde Sau. Freust dich schon, meine Stimme zu hören? Oh, sexy. Alter, so eine Bitch, das gibt's ja gar nicht. Ich würde ja gerne mal gucken, was passiert. Ich glaube, die reißt einfach die Luke auf und dann frisst die uns oder so. Ah ja, ah ja, ah ja. Hau ab! Jetzt haben wir ein Problem. Oh oh. Hau ab! Wir müssen da oben durch. Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein. Oh, wie schnell ist sie denn da? Wie schnell ist denn... Alter, unser Licht ist ja auch ganz mies, ne? Lass sie mal ran. Lass sie ran, wenn sie will, ja. Erste Frage, ist sie nackt? Ja, die ist doch nackt, oder was? Das Schwierige ist, dass nach dieser Aktion unsere Lampe aus ist. Schöner wäre natürlich, wenn die Lampe an ist. Es ist immer schöner, wenn die Lampe an ist. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht so schnell. Wie mache ich das? Bash sie mit dem Boost. Nee, das wird ja nix, oder? Die schneller. Aber ich schaff's nicht so schnell. Ich muss ja das Ding oben kaputt machen, aber sie ist sofort da, weil meine Lampe ausgeht. Das ist halt das Problem. Will ich hier irgendeine Lampe anmachen? Ich muss das... alles klar. Alles klar, alles klar. Ich mach das Tor runter. Easy. Komm, geh raus. Geh raus. Jawoll. Da muss mal einer drauf kommen. Das hätte ich niemals geschafft. Free Martin! Free! War die aus dem Scooter-Song? Free I am. Da haben wir einen geilen Abschnitt schon geschafft, Leute. Sehr gut. Samara. Ist sie nicht Samantha? Samara? Tamara? Achso, ja, ich weiß, wen du meinst. Nee, das mit dem Bashen, wie gesagt, hat ja nicht funktioniert. Oh, juckt mir das Auge hier. Scooter! Free I am! I'm a sharpshooter standing on the rooftop.
Komm, wir, unsere Kleidung trocknet gar nicht mehr, ne? Wir sind die ganze Zeit nass. Und das ist jetzt hier Sturm auf die Normandie, würde ich sagen. Stehen bleiben! Halt! Halt! Achtung! So. Oha. Oh, oh, oh. Ah, das überleben wir. Das überleben wir. Weißt du, wir sind schon aus kleineren Höhen runtergefallen und gestorben. Gibt's ja gar nicht. Hyper, hyper! Oh. So, jetzt kommt hier Big Finale, oder was? Oh, das sieht zu groß aus. Oh, das sieht zu groß aus. Da hinten ist irgend so ein Laserturm wieder. Oh. Es ist zu lange schon zu still, glaube ich. How much is the fish? Das wurde ja geklärt, ne? Wie viel der Fisch gekostet hat. Das wurde, hat Scooter beantwortet. Und jetzt? Ich kann jetzt an diesem Schalter rumknibbeln. Kann ich den auch runter machen? Okay, da müssen wahrscheinlich erst die Lampen leuchten, damit das aktiv wird. Guck mal, hier haben wir Telefonzelle. Und Zombies. 19? 19. Noch blicke ich nicht durch. Okay. Das werde ich wohl nicht schaffen, oder? Das schaffe ich nicht. Das heißt, ich brauche irgendwas, was ich hier hinpacken kann, was ich in diesen Aufzug mitnehmen kann. Das heißt, wir gehen wieder runter. Vielleicht ist hier auf der anderen Seite was. Ich muss hier was mitnehmen. Das wird garantiert unten liegen. Ah, ich komme jetzt erstmal noch hier in die Richtung. Da sind auch noch welche im Käfig gefangen. Okay, kriege ich den Käfig auf. Zieh! Ne, kriege ich nicht auf, okay. Da hörst du den Druck. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit in den Keller, glaube ich. Weil ein tiefer kommen wir auch noch, so wie es aussieht. So. Ich guck mal, wo es tiefer geht. Bestimmt in den Tod. Hä? Das ist ja so ein großes Rätsel jetzt hier. Verdammte Scheiße. Es gefällt mir nicht, wie tief wir jetzt runtergehen. Okay, das ist ziemlich komplex. Ich würde sagen, dieses Impuls im Hintergrund, das wird lustig. Ich würde sagen, das heben wir uns für den nächsten Stream auf. Auf jeden Fall. Es ist nämlich jetzt pünktlich, das passt. Ich habe 2 Stunden durch. Weil das ist ein bisschen komplexer, das... Ja, das passt. Das wird, glaube ich, ein größeres Rätsel. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Ich glaube, das Spiel speichert automatisch. Ich werde mal wieder zurück in die Lobby. Hat auf jeden Fall richtig krass Spaß gemacht. So. Machen wir mal auf Abbrechen. Wie kann ich das machen? Achso, ich muss hier mit Dings runter. Alles klar. Abbrechen. Yep. Ah. Schön. Denk an Limbo. Gute Nacht. Genau, genau. Ja, es ist los. Nee, das wird jetzt, glaube ich, zu lange dauern. Ist auf jeden Fall ganz geil. Machen wir weiter nächste Woche. Auch Doom werden wir weitermachen. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle da gewesen seid. Danke nochmal an die Donation, Chris. So, ich werde jetzt nochmal kurz telefonieren. Wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Sauft nicht so viel. Und wir sehen uns in aller Frische dann am Dienstag wieder. Ab 23 Uhr geht's weiter. Ja.
Sehr schön. War auf jeden Fall eine geile Idee mit dem Spiel Major. Vielen Dank nochmal. Hat übel Spaß gemacht. Ist richtig geiles Game. So. Bis dahin, genau, herzt euch nochmal alle selbst und dann ist gut. Genau, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer ab 23 Uhr hier live auf YouTube. Jeden Tag ein Video. So kennt ihr. Gute Nacht, ihr Schlümpfe. Bis dahin. Tschüss.